Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Pressegespräch Justizstandort München digitalisiert in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts München. Wir begrüßen hier im Saal den bayerischen Justizminister Georg Eisenreich, den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München, Dr. Hans-Joachim Hessler. Des Weiteren die Präsidentin des Bayerischen Obersten Landesgerichts, Dr. Andrea Schmidt. Die Präsidentin des Landgerichts München I, Dr. Beatrix Schobel. Den Präsidenten des Landgerichts München II, Dr. Bernd Münzenberg. Sowie die Präsidentin des Amtsgerichts München, Beate Erd. Sie werden nach den Statements Gelegenheit für Fragen und O-Tonaufzeichnungen haben. Unsere Zuschauer im Online-Stream können uns ihre Fragen ebenfalls gerne stellen über das Pressepostfach unter presse@stmj.bayern.de. Damit darf ich das Wort dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Hessler, sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. Schmidt, sehr geehrte Frau Präsidentin Erd, sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. Schobel, sehr geehrter Präsident Dr. Münzenberg, sehr geehrter Herr Bellem, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Presse, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Die Digitalisierung der Justiz ist ein wichtiges Thema, nicht erst seit Beginn der Pandemie. Wir beschäftigen uns, haben uns auch davor schon intensiv damit beschäftigt, warum die Welt wird immer digitaler und die bayerische Justiz möchte die Chancen der Digitalisierung nutzen. Sie sehen es heute schon an unserem Podium hochkarätig besetzt. Wir haben einen Meilenstein unserer Digitalisierungsoffensive erreicht. Der Justizstandort München ist digitalisiert. An den Münchner Gerichten, und zwar sowohl am Oberlandesgericht München, an den Landgerichten München 1 und 2, als auch am Bayerischen Obersten Landesgericht und am Amtsgericht München, werden alle neu eingehenden Zivilverfahren mit der elektronischen Akte geführt. Heute ist der Abschluss. Wir haben schon früher begonnen. Bereits im April 2021 hat das Oberlandesgericht München die E-Akte pilotiert. Und zwar seinerzeit in Familien- und Zivilsachen. Das Landgericht München I nutzt die E-Akte seit letztem Sommer. Seit dem 18. Juli 2022. Im November kam dann das Landgericht München II dazu, und zwar am 7. November. Seit 6. März, also vor wenigen Wochen, arbeiten auch die Richterinnen und Richter des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Zivilsachen mit der elektronischen Akte. Und heute startet das Amtsgericht München mit der E-Akte. Das heißt, im Rahmen des Regelbetriebs der elektronischen Akte setzen alle Münchner Gerichte bei neu eingehenden Zivilverfahren die elektronische Akte ein. In höheren Instanzen ist es so, wenn die erste Instanz, das Verfahren in der ersten Instanz bereits mit der E-Akte geführt wird, dann wird es in den höheren Instanzen in München auch mit der E-Akte weitergeführt. Was bedeutet das? Alle Richterinnen und Richter arbeiten papierlos. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einem zukunftsgerichteten und modernen Arbeiten. Und es hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen natürlich der Wegfall von Transportwegen und Transportzeiten. Die Akte ist ständig verfügbar und kann also auch von mehreren parallel bearbeitet werden. Die E-Akte unterstützt die Ermöglichung der Heimarbeit. Die E-Akte führt dazu, dass wir auf Papier verzichten können. Es spart Portokosten und wertvollen Archivraum. Und wir erwarten uns auch eine Beschleunigung der Fallbearbeitung. Bis heute wurden allein am Justizstandort in München 18.000 Verfahren rein elektronisch geführt. Bayernweit in der Zwischenzeit über 200.000.
Das heißt, unsere Digitalisierungsoffensive ist wirklich auf einem sehr erfolgreichen Weg. Bayernweit ist es so, dass alle 3 Oberlandesgerichte und auch alle 22 bayerischen Landgerichte die elektronische Akte bereits in erstinstanzlichen Zivilsachen einsetzen. Und wir haben an den Amtsgerichten auch Pilotversuche gehabt. Die Pilotierung ist, was die Zivil- und Familiensachen betrifft, abgeschlossen. Da sind wir auch bereits in der Regeleinführung. Für besondere Rechtsgebiete gibt es noch Pilotversuche an den Amtsgerichten. Also ich bin sehr zufrieden, wie das mit der Digitalisierungsoffensive läuft und dass so ein großer Standort wie München voll digitalisiert ist. Es betrifft immer die neu eingehenden Verfahren. Das ist doch wirklich ein großer Schritt und da können wir auch alle zusammen wirklich stolz drauf sein. Ich bin's auch. Neben der elektronischen Akte haben wir den elektronischen Rechtsverkehr. Der ist in München und in Bayern eingeführt. Das heißt, alle Gerichte können elektronisch empfangen und auch senden. Und letztes Jahr wurden bayernweit über 10 Millionen Nachrichten elektronisch ausgetauscht. In diesem Jahr rechnen wir mit einer weiteren Steigerung. Neben der elektronischen Akte, dem elektronischen Rechtsverkehr, ist mir das Thema Videoverhandlungen auch ein ganz wichtiges Thema. Ob Videotechnik eingesetzt wird, entscheiden die Richterinnen und Richter in richterlicher Unabhängigkeit. Wir haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Technik zur Verfügung steht. Wir setzen hier auf ein Zwei-Säulen-Konzept. Zum einen auf Videokonferenzanlagen. Schon seit Juli 2021 haben alle Gerichte in Bayern zumindest zu einer Videokonferenzanlage Zugang, genauso auch die 3 Generalstaatsanwaltschaften. Die Münchner Gerichte verfügen alle über mehrere Videokonferenzanlagen, weil sie auch große Gerichte sind. Und daneben haben wir auch ein Videokonferenztool ausprobiert und auch freigegeben. Das heißt, jeder Richter, jede Richterin in ganz Bayern kann eine Videoverhandlung durchführen. Ich habe die Zahlen vom letzten Jahr, 2022, wurden mehr als 12.000 Videoverhandlungen in Bayern durchgeführt. Also auch in diesem Bereich sind wir auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Wir machen im Bereich Digitalisierung aber noch viel mehr, weil wir, ich habe es eingangs erwähnt, die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen. Das Thema Legal Tech bewegt uns natürlich, weil zum einen Legal Tech auch von der Anwaltschaft genutzt wird. Wir sehen das bei den Massenverfahren. Wir sehen aber auch in Kanzleien, in anderen Bereichen, in Rechtsabteilungen, dass Legal Tech Aufwind hat. Wir wollen das unterstützen und auch selber davon profitieren. Deswegen habe ich zusammen mit der Unternehmertum letztes Jahr das Legal Tech Collab ins Leben gerufen. Das Legal Tech Collab ist ein Inkubator und Accelerator und soll Startups im Bereich Legal Tech fördern. Das Justizministerium unterstützt dieses Projekt mit 1 Million pro Jahr. Und unser Ziel ist es, dass junge Menschen, die Ideen haben, die Startups gründen, damit auch erfolgreich sind, dass aus dieser Idee dann wirklich auch ein Unternehmen wird. Wir stellen ein Netzwerk zur Verfügung, die Unternehmertum stellt Programme zur Verfügung und damit ermöglichen wir jungen Start-up-Gründern, dass sie aus dieser Idee hoffentlich auch ein erfolgreiches Legal-Tech-Unternehmen bauen können. Wir wollen so einer der führenden Legal-Tech-Hubs in Europa werden. Wir machen aber noch mehr in diesem Bereich. Die Ausbildung ist wichtig. Deswegen haben wir im Referendariat ein neues Berufsfeld eingeführt, und zwar das Berufsfeld Informationstechnologie und Legal Tech. Ab Juli diesen Jahres können Referendarinnen und Referendare in der Ausbildung dieses Berufsfeld auswählen. Und damit wollen wir auch den Bedarf des Rechtsmarktes nach Juristinnen und Juristen, die auch im Bereich Legal Tech fit sind, decken. Und wir benötigen natürlich auch Nachwuchs, die Fähigkeiten in diesem Bereich haben.
Ein Ausblick noch. Hier geht es um den Zivilprozess der Zukunft. Die ZPO ist in diesem Bereich in die Jahre gekommen. Sie ist für die Papierakte gemacht, aber nicht für die E-Akte, nicht für den elektronischen Rechtsverkehr, nicht für Videoverhandlungen, nicht für Massenverfahren. Deswegen brauchen wir eine Modernisierung des Zivilprozesses. Hier gibt es schon gute und fundierte Vorschläge. Eine Arbeitsgruppe der OLG-Präsidentinnen und Präsidenten hat schon vor über 2 Jahren Vorschläge zur Modernisierung des Zivilprozesses vorgelegt. Ich habe deswegen auf der Justizministerkonferenz auch einen Antrag gestellt, dass diese Vorschläge aufgenommen werden und breit diskutiert werden mit der Anwaltschaft, den Verbraucherverbänden, der Wirtschaft, der Wissenschaft. Da ist leider bisher nichts passiert. Deswegen hat die Justizministerkonferenz 2021 dann auch nochmal diesen Beschluss bekräftigt und das Bundesjustizministerium aufgefordert, tätig zu werden. Man muss leider sagen, das Tempo des BMJ in diesem Bereich gleicht dem einer Schnecke. Aber Schneckentempo hilft uns im Bereich der Digitalisierung nicht. Wir müssen Tempo machen. Und wir brauchen das auch, denn die Gerichte werden zum Beispiel durch Massenverfahren belastet. Hier müssen die Länder zum einen mehr Personal zur Verfügung stellen, das haben wir gemacht, aber wir brauchen auch Änderungen im Zivilprozessrecht. Und ich hoffe, dass das BMJ hier ja doch zügig Vorschläge machen wird. Unter anderem wäre zum Beispiel ein Online-Gerichtsverfahren notwendig. Ich komme zum Schluss. Ich habe es bereits gesagt, die Welt wird immer digitaler. Die Bayerische Justiz will die Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne dass wir die Risiken aus dem Blick verlieren. Deswegen ist uns das Thema Sicherheit auch ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich herzlich für die Bereitschaft der Bayerischen Justiz, sich auf dieses Thema einzulassen, dieses Thema voranzutreiben. Das ist eine große Aufgabe, eine große Herausforderung, auch ein Aufwand. Zum einen müssen natürlich die Arbeitsplätze und die Sitzungssäle technisch ausgestattet werden. Es gibt Workshops, es gibt Schulungen, es müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf den Weg genommen werden. Aber die Bereitschaft ist groß und ich bedanke mich natürlich im Besonderen bei unseren Behördenleiterinnen und Behördenleiter, die hier die Menschen bei uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und sie mit auf diesen Weg nehmen. Und es hat in Bayern wirklich ganz, ganz hervorragend geklappt. Deswegen herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Hessler, an Sie, Frau Präsidentin Schmidt, an Sie, Frau Präsidentin Dr. Schobel, an Sie, Herr Präsident Münzenberg und an Sie, liebe Frau Präsidentin Erd. Nochmal meinen persönlichen Dank. Und deswegen können wir heute sagen, der Justizstandort in München ist digitalisiert. Alle neu eingehenden Verfahren werden mit der E-Akte bearbeitet. Das ist ein Tag, wo wir auf dieses Ergebnis auch wirklich stolz sein können. Deswegen herzlichen Dank. Und Sie werden jetzt auch noch alle Behördenleiterinnen und Behördenleiter aus München dazu hören. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Damit darf ich das Wort Frau Präsidentin Dr. Schmidt geben. Sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Presse, ich freue mich sehr, dass wir seit Anfang März nun auch mit der elektronischen Akte in Zivilverfahren endlich dabei sein dürfen. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat eine lange Tradition. Es besteht nämlich schon seit fast 400 Jahren. Im Jahr 2025 steht bei uns ein Jubiläum an. Heute ist das Oberste ein modernes Gericht, das künftig papierlos arbeiten wird. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Staatsminister, dass Sie sich so für die Digitalisierung in der bayerischen Justiz einsetzen. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Die Einführung der E-Akte ist bei uns beim Obersten schon lange erwartet worden. Sie ist daher sowohl bei den Richterinnen und Richtern als auch bei der Geschäftsstelle auf viel Aufgeschlossenheit gestoßen. Die ersten 3 Wochen, die haben wir jetzt hinter uns, die sind auch gut verlaufen und wir schauen optimistisch und auch ein bisschen
neugierig darauf, wie die weiteren Erfahrungen denn nun sein werden. Denn das zeigt auch die Praxis mit der E-Akte schon jetzt. Das Bayerische Oberste ist im wahrsten Sinne des Wortes ein außergewöhnliches Gericht. Das zeigt sich zum Beispiel in ganz praktischen Dingen, wie der eher banal erscheinenden Frage, wie man bei einem virtuell zu signierenden Dokument 5 Richterunterschriften anordnet. Die Technik geht in der Regel von maximal 3 Unterschriften aus. Landgericht, Oberlandesgericht sind die Spruchkörper mit 3 besetzt. Während wir in Zivilsachen, genauso wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, grundsätzlich mit 5 Richterinnen und Richtern entscheiden. Hier müssen die technischen Grundeinstellungen und die rechtlichen und praktischen Verhältnisse am Obersten sich noch ein klein wenig zusammenrütteln, aber das wird unzweifelhaft gelingen. Und es ist gerade bei uns, die wir eben in dieser 5er-Besetzung entscheiden, natürlich ein großer Vorteil, wenn alle 5 Richterinnen und Richter gleichzeitig Zugriff auf die elektronische Akte haben. Revisionen, Nichtzulassungsbeschwerden und Rechtsbeschwerden in Zivilsachen werden wir künftig elektronisch führen. Wenn Technik und Performance der E-Akte gut funktionieren, davon gehen wir aus, sind wir guten Mutes, dass der Austausch mit den Gerichten der unteren Instanzen hier schneller und einfacher funktionieren wird, als das bislang mit der Papierakte der Fall war. Wie ich schon angedeutet habe, ist die Arbeit des Bayerischen Obersten Landesgerichts insbesondere durch eine Vielzahl von ganz verschiedenen Zuständigkeiten geprägt, die teilweise gemessen an dem, was die übrigen Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit an Aufgaben zu bewältigen haben, recht außergewöhnlicher Natur sind. Wenn sich beispielsweise 2 Gerichte streiten, wer denn nun ein Verfahren zu bearbeiten hat, so obliegt es uns, dies zu entscheiden. Das ist mitunter sehr komplex, da häufig internationale Rechtsfragen zu beantworten sind. Diese Verfahren der sogenannten Zuständigkeitsbestimmung sind im Hinblick auf die E-Akte ganz besonders spannend, weil wir nämlich Akten von Gerichten aus der gesamten Bundesrepublik übermittelt bekommen. Diese Akten haben wir schon bislang in sehr unterschiedlicher Verfassung erhalten, was Vollständigkeit und Ordnung angeht. Und wir sind jetzt sehr neugierig, wie sich dies nun mit der Verarbeitung der verschiedenen E-Akten, die wir aus dem gesamten Bundesgebiet erhalten werden, gestalten wird. Aber auch in anderen Spezialbereichen werden wir künftig mit der E-Akte arbeiten. Das sind zum einen die schiedsrichterlichen Angelegenheiten. Das sind oft sehr komplexe Verfahren. Da geht es zum Beispiel um die Überprüfung von Schiedssprüchen. Sehr häufig haben die internationale Bezüge und es geht um sehr, sehr hohe Streitwerte. Da sind wir erstinstanzlich zuständig, sodass die Verfahren bei uns völlig problemlos von Anfang an elektronisch geführt werden können. Auch die neu eingehenden Musterfeststellungsverfahren werden wir künftig elektronisch bearbeiten. Da hat beispielsweise die Verbraucherzentrale Bundesverband bereits mögliche Kläger für eine solche Sammelklage in Anführungszeichen gegen den Streamingdienst für Sportübertragungen DAZN eingesammelt. Dieses Verfahren werden wir, falls es denn bei uns ankommt, wovon wir ausgehen, papierlos führen. Ausgenommen von der elektronischen Aktenführung, ich bitte um Nachsicht, haben wir zunächst allerdings Verfahren, die unser Gericht in ganz besonderer Weise belasten, nämlich die sogenannten KAPMUG-Verfahren. Das sind Verfahren nach dem Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz. Wie Sie sicher wissen, läuft bei uns das sogenannte zivilrechtliche Wirecard-Verfahren gegen Markus Braun, Jan Masaryk und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und andere, mit dem geschädigte Kapitalanleger Schadensersatz einfordern. Das ist ein rechtlich und organisatorisch höchst komplexes Verfahren. Das wird nicht in die E-Akte überführt. Das Verfahren bringt uns insbesondere personell an die absoluten Kapazitätsgrenzen. Wir haben nämlich insgesamt nur 6,5 Beisitzerinnen und Beisitzer in Zivilsachen. Und deshalb wollen wir derartige Verfahren jedenfalls zunächst einmal noch nicht mit etwaigen Problemen, die sich durch die neue elektronische Akte ergeben,
könnten, belassen, damit wir nicht noch zusätzliche Nebenkriegsschauplätze in diesen komplexen Verfahren eröffnen. Zwei ganz besondere Verfahrensarten will ich im Zusammenhang mit der E-Akte noch erwähnen. Neben zahlreichen gesellschaftsrechtlichen Beschwerdeverfahrensarten sind wir auch für die sogenannten Spruchverfahren zuständig. Vor kurzem ist bei uns zum Beispiel ein solches Spruchverfahren angelandet, in dem es um die Barabfindung von Aktionärinnen und Aktionären der Hypovereinsbank infolge der UniCredit-Fusion in den Jahren nach 2005 geht. In diesem Verfahren drehen mehrere hundert Beschwerdeführer auf und es gibt Umzugskisten voller Akten, die bei uns mehrere Räume füllen. Dieses Verfahren führen wir in der alten Form weiter, aber künftig werden wir auch solche Verfahren völlig papierlos führen und der Vorteil dürfte dann gerade bei solchen Verfahren auf der Hand liegen. Und zuletzt will ich noch einen weiteren Exoten unter unseren Zuständigkeiten erwähnen, nämlich die sogenannten Vergabeverfahren, die durchaus einen Schwerpunkt bei uns in der zivilrechtlichen Tätigkeit einnehmen. Es geht hier vor allem um Beschwerden gegen Entscheidungen der bei den Regierungen von Oberbayern und Mittelfranken angesiedelten Vergabekammern, für die wir bayernweit zuständig sind. Exotisch insofern, als die Verfahren sich rechtlich und tatsächlich sehr stark von normalen Zivilverfahren unterscheiden. Und das Spektrum dieser Vergabeverfahren ist sehr weit. Da geht es etwa um die Beschaffung von Corona-Schnelltests, um Bewachungsdienstleistungen und natürlich geht es um viele sehr große Bauvorhaben, häufig mit Auftragsvolumina in Höhe von mehreren Millionen Euro. So hängt etwa die Frage, wann in München eine neue U-Bahn gebaut wird, nicht zuletzt auch an der Entscheidung unseres Vergabesenats. Diese neu eingehenden Vergabeverfahren führen wir seit Anfang März elektronisch. Wir haben in dieser kurzen Zeit, in der wir mit der elektronischen Akte arbeiten, auch schon mehrere neue Vergabeverfahren bekommen und konnten also auch schon erste Erfahrungen sammeln. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Presse, die Einführung der E-Akte in den Zivilverfahren beim Bayerischen Obersten Landesgericht ist wegen der Vielfalt und der Außergewöhnlichkeit der Zuständigkeiten dieses Gerichts eine ganz besondere Herausforderung. Und deshalb habe ich mir erlaubt, einige unserer Zuständigkeiten ein wenig zu erläutern und in Bezug zu setzen zur elektronischen Aktenführung. Diese Vielfalt der Zuständigkeiten wird Einfluss darauf haben, wie gut die E-Akte bei uns funktionieren und in dem angestrebten Fortschritt für alle Verfahrensbeteiligten resultieren wird. Aber wir sind, wie gesagt, sehr, sehr zuversichtlich und optimistisch. Abschließend erlauben Sie mir noch eine ganz kleine Anmerkung. Ein maßgeblicher Schwerpunkt der Arbeit des Bayerischen Obersten Landesgerichts liegt im Strafrecht. Wie Sie wissen, sind wir mit insgesamt 7 Strafsenaten an den 3 Standorten in München, Nürnberg und Bamberg zuständig für Revisionen in Strafsachen. Hier verbleibt es zunächst, wie bei den Instanzgerichten natürlich auch bei der Papierakte. Wir werden also Verfahren gegen Klima, Kleber und bekannte Fußballer erst einmal weiterhin nicht in elektronischer Form führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Damit darf ich das Wort Frau Präsidentin Erd geben. Herr Minister, meine Damen und Herren von der Presse. Der heutige Tag ist wirklich perfekt gewählt für diese Pressekonferenz, denn ich weiß nicht, wem es bekannt ist, es ist ein historischer Tag. Vor 124 Jahren hat der italienische Nobelpreisträger Marconi die erste drahtlose telegrafische Verbindung über den Ärmelkanal hergestellt. Also das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für den heutigen Tag und ich werte es als besonders gutes Omen für die Einführung der elektronischen Akte hier auch bei uns am Amtsgericht München. Das Amtsgericht München ist ein riesiges Gericht, ein sehr großes Gericht und da kann man sich unschwer vorstellen, was es bedeutet, sich auf so einen Transformationsprozess auch vorzubereiten. Ich glaube, das macht man am besten fest und das würde ich jetzt auch gerne tun, wenn man dazu ein paar Zahlen mal nennt.
Wir haben in den letzten Wochen für die Einführung der Zivilakte und im Juni folgt dann die Einführung der elektronischen Akte in Familiensachen rund 400 Arbeitsplätze entweder vollständig neu technisch ausgerüstet oder beziehungsweise hochgerüstet. Es sind 269 unserer Beschäftigten entsprechend geschult worden für die Vorbereitung auf die elektronische Akte. Es wurden allein 32 Sitzungssäle ertüchtigt. Wir haben in Zivilverfahren monatlich ungefähr Eingänge in Akten von 1620 Verfahren. Hinzu kommen die Familiensachen, monatlich ca. 1150 Verfahren. Wenn Sie das zusammenrechnen, macht das monatlich 2800 Verfahren. Was sind 2800 Verfahren? Ich habe mal so ein bisschen geschätzt. Und wenn Sie jetzt wie folgt kalkulieren, pro Akte ungefähr eine Stärke von 3,5 cm. Bei 2800 Verfahren macht das 98 Meter in der Höhe, wenn Sie sie aufeinander stapeln. 98 Meter entspricht ungefähr der Größe sowohl des Südturmes als auch des Nordturmes der Frauenkirche. Und das jeden Monat. Deswegen bei allem, Herr Staatsminister, Sie haben es gesagt, was die elektronische Akte an Vorteilen bringt für das Amtsgericht München, und das muss man schon erwähnen, ist diese Einsparung von Platzkapazitäten natürlich auch ein gewünschter und erfreulicher Side-Effekt bei dem Ganzen. Von der Einsparung von Rohstoffkapazitäten, Papier und so weiter, muss ich gar nicht sprechen. Die anderen Vorteile sind schon genannt, beziehungsweise werden noch genannt, aber was ich schon noch mal hier betonen möchte, denn das liegt mir am Herzen. Wir haben bisher für unsere Beschäftigten, für alle Beschäftigten nahezu mit Ausnahme unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Geschäftsstellen, in den Serviceeinheiten tätig sind, die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, mobil von zu Hause aus zu arbeiten. Unsere Geschäftsstellen hatten diese Option nicht. Und wenn man jetzt sieht, dass bei uns von diesen Beschäftigten ungefähr jeder oder jede vierte ein sogenannter Fernpendler ist. Das bedeutet, Fernpendler eine einfache Zeit für die Arbeitsstrecke von zu Hause ins Büro von ungefähr einer Stunde, dann sind das zwei Stunden, über zwei Stunden oft am Tag. Wenn diesen Kolleginnen und Kollegen jetzt die Möglichkeit gegeben wird, auch mobil von zu Hause zu arbeiten, ist das natürlich unglaublich attraktiv und bedeutet natürlich für den Wettbewerb auch der Münchner Justiz unter dem Wettbewerb um die besten Köpfe einen enormen Vorteil. Und das freut mich sehr, weil damit sowohl den rechtssuchenden Bürgerinnen und Bürgern als auch den Verfahrensbeteiligten, aber eben auch den eigenen Beschäftigten unseres Gerichts mit der Einführung der elektronischen Akte ein unglaublicher Mehrwert zukommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Damit darf ich das Wort dem Präsidenten, Herrn Dr. Hässler, geben. Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Justizstandortes München, wie es da steht, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse. Herr Staatsminister hat es schon erwähnt, das Oberlandesgericht München war Pilotgericht für die Berufungs- und Beschwerdeverfahren. Dafür waren wir natürlich sehr dankbar, weil auf diese Weise konnten wir frühzeitig für die Ausgestaltung der E-Akte zusammen mit der JUS-IT Einfluss nehmen und das aus praktischer Sicht so machen, dass es für uns auch gut funktioniert. Ich will jetzt Ihnen darstellen, wie es beim Oberlandesgericht München aussieht, nicht wie es bei den Gerichten im Bezirk des Oberlandesgerichts München aussieht, weil die größten sind ja hier versammelt, das Amtsgericht München, das Landgericht München I, das Landgericht München II. Wir sind ein Gericht, das ist einfacher als beim Obersten. Wir sind zuständig für Berufungen in Zivilsachen, in den bedeutenderen Zivilsachen, die bei den Landgerichten angehen, und für die Beschwerden in Familiensachen. Das ist unsere Hauptarbeit in Zivilsachen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie das früher war. Vor der elektronischen Akte, zur Papieraktenzeit, ist schriftlich auf Papier eine Berufung oder eine Beschwerdeschrift bei uns eingegangen. Und wir haben dann anschließend aus der ersten Instanz die Papierakte bekommen und haben sie dann in Papier weiter bearbeitet,
sodass teilweise, da drüben liegt so ein Gerät, solche Akten entstanden sind oder noch größere. Und jetzt haben wir das elektronisch, jedenfalls nach und nach. Denn jede Berufung oder Beschwerde, die jetzt bei uns eingeht, wird in einer elektronischen Akte bearbeitet. Es muss die Beschwerde oder Berufungsschrift, die ja per elektronischem Rechtsverkehr eingeht, nicht mehr ausgedruckt werden, sondern sie geht elektronisch in die elektronische Akte ein. Und wir bearbeiten dann diese Berufungs- oder Beschwerdeakte elektronisch weiter. Besonders gut ist es natürlich, Herr Minister hat auch schon darauf hingewiesen, wenn wir in der ersten Instanz bereits eine elektronische Akte haben, und das wird natürlich von Tag zu Tag mehr, Frau Schobel wird das beispielsweise schildern, dann können wir nämlich die erstinstanzlich elektronische Akte auch elektronisch weiter bearbeiten. Ist das noch nicht der Fall, haben wir natürlich eine erstinstanzliche Papierakte, in die wir dann reinschauen müssen. Und da sieht man wieder so ein bisschen den Medienbruch, den wir aber nach und nach und hoffentlich schnell loswerden. So, das ist so im Grundsatz die Arbeit, die wir leisten. Wie ist jetzt bei den Mitarbeitern die Umstellung auf die elektronische Akte angekommen? Es ist auch von Frau Erd schon erwähnt worden, als Mitarbeiter müssen wir die Richterinnen und Richter, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Serviceeinheit sehen, die alle gemeinsam an diesem Zivilprozess arbeiten. Ich kann Ihnen sagen, die E-Akte ist insoweit sehr gut angekommen, als mir meine Richterinnen und Richter sagen, wir wären froh, wenn jetzt alle Akten der ersten Instanz auch schon elektronisch wären. Also man wartet auf den Moment, in dem der Übergangsprozess so weit ausgelaufen ist, dass keine Papierakten von unten mehr kommen, sondern wir alles elektronisch haben. Warum ist es jetzt relativ gut gegangen? Weil Sie müssen sich vorstellen, an so einem Oberlandesgericht arbeiten jetzt nicht die besonders Jungen, sondern die Erfahrenen. Richterinnen und Richter, die in einem Beförderungsamt aufgestiegen sind, die sind so ungefähr in meinem Alter oder ein bisschen jünger. Und das sind jetzt nicht die Digital Natives, sondern sind diejenigen, die sich mit der elektronischen Welt erst vertraut machen. Nein, aber auch bei denen ist es wirklich gut angekommen, weil die Einführung sehr gut begleitet worden ist von der USIT, aber auch von uns selbst aufgestellten Kompetenzteams, die in enger Zusammenarbeit zwischen Entscheidern und Servicekräften die E-Akte eben bei uns pilotiert und dann auch jetzt in der sozusagen Echtform begleiten. Also wie gesagt, das höre ich natürlich gern. Wir warten auf den Moment, in dem kein Papier mehr vor uns liegt. Auch wenn das alles natürlich Schwierigkeiten hat und man immer weiterarbeiten muss und die E-Akte sozusagen nur der untere Baustein für einen Zivilprozess der Zukunft ist. Herr Minister hat es auch schon gesagt. Warum ist es nur die untere Ebene? Es hat schon Vorteile, allein diese E-Akte. Sie können mit einer Volltextsuche im gesamten Text suchen. Manche vermissen natürlich, dass man da irgendwie Kugelschreiber reinsteckt und Post-its, sonst kann man alles elektronisch machen. Aber man kann natürlich noch weiterdenken. Man kann sich strukturierte Schriftsätze vorstellen, in dem der Vortrag der Parteien gegeneinander gestellt wird. Man kann sich sogar KI-Instrumente vorstellen, die die Akte durchsuchen, gerade bei den Massenverfahren nach immer wiederkehrenden Argumenten oder Sachvortrag. Also wir sind am Anfang, aber die E-Akte ist natürlich die Basis, aufgrund derer wir mit einem echten elektronischen Rechtsverkehr, einem digitalen Rechtsverkehr weitermachen können. Dazu brauchen wir weiter das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Freude an der Arbeit mit der E-Akte, die hoffentlich erhalten bleibt. Hängt natürlich auch von der Technik ab. Performance, wenn immer gut ist, dann ist auch die Freude größer. Und so können wir voranschreiten. Und auch das, was Frau Präsidentin Erd erwähnt hat, das mobile Arbeiten, hat natürlich noch einen riesenhaften Schwung bekommen. Wir Richterinnen und Richter können schon länger mobil arbeiten, indem wir unser Laptop mit nach Hause nehmen und über einen VPN-Channel uns einwählen. Aber wenn Sie einen mobil arbeitenden Richterin oder Richter gesehen haben, der nach Hause geht, dann hat er meistens seinen Rucksack dabei, weil da diese Akten drin sind, was er nicht mehr braucht. Denn er kann ja jetzt auf die E-Akte Zugriff nehmen. Und auch können die Servicekräfte von zu Hause ihre Servicearbeiten erledigen, zustellen, Akten einsortieren, in Anführungszeichen elektronische und so weiter, was sie so zu tun haben, Ausfertigungen herstellen. Also mit allem als Resümee, wir sind gut unterwegs, dank guter Vorbereitung, dank hoffentlich immer fortschreitender Hardwareausstattung, dank neuer Tools und hoffentlich auch dank kluger gesetzgeberischer Ideen, die den Zivilprozess der Zukunft für uns gestalten. Dankeschön. Herzlichen Dank. Damit darf ich das Wort der Präsidentin Dr. Schobel geben. Sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren der Presse.
Das Landgericht München I hat für zivilrechtliche Verfahren erster Instanz die E-Akte zum Stichtag 18. Juli 2022 eingeführt. Das bedeutet, dass seit diesem Tag jedes neu eingehende Verfahren digital geführt wird, wohingegen die bereits laufenden Verfahren weiterhin in Papier bearbeitet werden. Inzwischen bewegen wir uns auf die 50%-Marke zu. Bald wird die Hälfte all unserer erstinstanzlicher Zivilverfahren elektronisch bearbeitet. Das ist eine sehr große Anzahl, da am Landgericht München I jährlich etwa 16.000 Verfahren eingehen. Sie können sich also gut vorstellen, wie viele Verfahren bei uns schon elektronisch laufen. Die Einführung der elektronischen Akte hat bei uns sehr gut geklappt. Dies liegt zum einen an den vielen Vorbearbeiten und Vorbereitungen, die vor der Einführung sowohl von der USIT als auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wurden. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vor der Einführung wurde gemeinsam mit der USIT die Infrastruktur des Landgericht München I ertüchtigt und all diejenigen, die mit der E-Akte arbeiten, das sind bei uns etwa 300 Personen, wurden geschult. Wir haben ein EDV-Referat und ein Kompetenzteam, welches aus rund 20 Freiwilligen aller bei uns vertretenen Berufe stammt, eingerichtet. Jeder Mitarbeiter kann sich bei Schwierigkeiten jederzeit an jedes Mitglied des Kompetenzteams wenden, damit Probleme möglichst rasch gelöst und gerichtsinterner Handlungsbedarf schnellstmöglich erkannt wird. Vieles kann man vorbereiten und sich genau vorher überlegen. Aber wenn man dann mit der E-Akte tagtäglich arbeitet, kommen doch immer neue Fragestellungen auf, die beantwortet werden müssen. Das Ganze ist ein dynamischer Prozess, der noch lange fortdauern wird. Wir haben inzwischen ca. 60 Praxistipps erstellt und Leitlinien für die Arbeit mit der E-Akte entwickelt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ständig insoweit in Inhouse-Schulungen weitergebildet. Aktuell sind wir dabei, unsere Arbeitsabläufe zu evaluieren und die künftige Arbeitsweise festzulegen. Ziel ist es, für alle Nutzer den möglichst ressourcenschonendsten Workflow zu identifizieren und festzuschreiben. Dies alles erfordert viel Engagement und Einsatz unserer Beschäftigten auf allen Ebenen. Aber ich sehe, dass hier außerordentlich viel geleistet wird. Diejenigen, die sich sehr schnell an das digitale Arbeiten gewöhnt haben, unterstützen andere, die vielleicht etwas länger brauchen, um sich mit der E-Akte anzufreunden. So schaffen wir es, alle auf den Weg in die Digitalisierung mitzunehmen und die vielen Vorteile, die bereits genannt wurden, zu nutzen. Und ich freue mich, wenn ich wie letzten Freitag einen Anruf eines jungen Richters bekomme, der mir mitteilt, dass er zu uns kommen möchte, weil hier mit der elektronischen Akte gearbeitet wird. Dies zeigt, dass die Einführung der E-Akte nicht nur zu einer Effizienzsteigerung geführt hat, sondern auch die Attraktivität der Justiz als Arbeitgeber insgesamt erhöht. Das haben wir jetzt schon in verschiedenen Beiträgen gehört. Wir sind eben jetzt ein moderner Arbeitgeber, der mit der Zeit geht und den Anforderungen im digitalen Zeitalter gerecht wird. Dies gilt umso mehr, wenn ab heute auch unsere zweitinstanzlichen Verfahren elektronisch abgewickelt werden. Es sind nunmehr alle Bereiche in unserer Zivilabteilung digitalisiert. Das Landgericht München I steht damit noch mehr für eine moderne und leistungsfähige Justiz. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Damit darf ich das Wort dem Präsidenten, Herrn Dr. Münzenberg, geben. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Vertreter der Presse und Vertreterinnen der Presse. Das Landgericht München II deckt einen großen Teil von Oberbayern ab. Das sind so prominente Bezirke wie etwa Starnberg oder Garmisch-Partenkirchen oder Miesbach etwa mit der prominenten Tegernseer Gegend. Aus diesem Bereich erhalten wir viele, man kann schon sagen, profunde Klagen. Da geht es dann mal ganz schnell um sehr hohe Streitwerte. Wir hatten neulich ein Grundstück am Tegernsee mit dem Quadratmeterpreis von 100.000 Euro beispielsweise und hatten darüber zu entscheiden.
Wir sind ausgesprochen dankbar, dass wir die Masse an Papier nunmehr sehr strukturiert vorfinden, dass das Suchen erleichtert ist. Und wir arbeiten an zwei Bildschirmen und man kann an dem anderen Bildschirm beispielsweise auch die hervorragenden Datenbanken aufsuchen, die einem bei der Recherche von juristischen Quellen ganz hervorragend helfen, die uns ständig und permanent zur Verfügung stehen. Dies erleichtert auch das Abfassen von Urteilen, die heute bei den jungen Leuten nicht nur mit Dragon 15 gefertigt werden, also mit einem Computersprachenerkennungsprogramm, sondern durchaus auch, indem man über Drag and Top einfach Dinge markiert und rübernimmt in das Urteil und damit natürlich mit diesen selbst generierten Urteilsfassungen den Servicebereich sehr erleichtert, der nämlich dann nicht mehr mühsam, wie Ando dazu mal irgendwelche Diktate überführen muss vom gesprochenen Wort in das geschriebene Wort. Die Recherche ist enorm vereinfacht worden. Man gibt ein Wort ein, wie zum Beispiel, wir haben eine Kammer, die sich mit Gewerbemieten auseinandersetzt. Man gibt das Wort Schimmel ein und schon tauchen in 20 Dokumenten genau die Passagen auf, die wir dafür brauchen, die man dann hintereinander zusammensetzen kann. Ein weiterer Vorteil ist beispielsweise die Schaffung eines Tableaus für die Einführung in den Sach- und Streitstand gleich am Anfang einer Sitzung. Auch hier übernimmt man einfach Textteile, bringt sie hintereinander. Was sagt der Kläger? Was sagt der Beklagte? Man muss nicht mehr irgendwelche Kopien fertigen. Man muss nicht mehr immer mit dem Kugelschreiber selbst noch etwas abschreiben. Es geht viel schneller. Es ist viel einfacher. Und deswegen sind wir dankbar, dass seit der Einführung am 7.11. vergangenen Jahres wir im Monat mehrere hundert elektronische Akten bereits haben, generieren können. Wir sehen das in den Geschäftsstellen. Es liegen keine Aktenberge, wie wir sie da hinten haben, einfach auf dem Boden, müssen sie dann hochfahren mit zum Teil fast einer kranartigen Einrichtung, weil es dermaßen viel Papier ist, sondern können einfach elektronisch darauf Zugriff nehmen und sehen in den Geschäftsstellen bereits jetzt, dass wir mehr Raum haben. Die Fächer werden leerer und leerer und die Leute fühlen sich wohler. Ja, und ein letzter Aspekt, den sehen wir heute. Es ist heute schon ins Spiel gebracht worden, dass wir einen historischen Tag haben. Wir haben wohl auch noch nie einen derartigen Warnstreik erlebt wie heute. Ich bin schon länger Gerichtspräsident. An solchen Tagen ist es eigentlich so, dass das Gebäude leer ist und die Leute kommen einfach nicht, können nicht kommen, weil sie gerade wie beim Landgericht München II eben weiter weg wohnen. Und es wird nichts getan. Überstunden werden abgebaut. Nein, das ist heute ganz anders. Heute wird, ich kann das am sogenannten elektronischen Aktenhund wunderbar sehen, der mir zur Verfügung steht, heute wird zu Hause gearbeitet. Die Leute konnten, wir haben sie vorgewarnt, wir haben ihnen gesagt, am Donnerstag bereits, es wird zu einem Streik kommen. Und sie konnten in der Tat zu Hause sich darauf einrichten, haben ihren Laptop mitgebracht, haben das an einen Bildschirm angeschlossen und können von zu Hause arbeiten. Das ist auch, meine ich, ein Riesenerfolg, weil wir uns tatsächlich auf die Gegebenheiten mehr einstellen können. Das war's vom Landgericht München II. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Präsentation von Herrn Beller vom IT-Servicezentrum der Bayerischen Justiz. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse. Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen die eine oder andere technische Veränderung hier heute zu zeigen, die sich bei all den Gerichten, bei denen die elektronische Akte hier am Justizstandort München und in ganz Bayern eingeführt worden ist, gezeigt haben und die eingeführt worden sind in den letzten Monaten. Im Wesentlichen handelt es sich um drei Bereiche, in denen sich Veränderungen ergeben haben. Der erste Bereich ist heute schon angesprochen worden, sind die Arbeitsplätze aller Kolleginnen und Kollegen, die mit der elektronischen Akte arbeiten. Hier in München sind über 1000 Arbeitsplätze für die elektronische Akte ertüchtigt worden. Das bedeutet, jeder Arbeitsplatz ist mit zwei Bildschirmen ausgestattet worden. Jeder Arbeitsplatz, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat einen leistungsfähigen Laptop bekommen und ist ertüchtigt worden, mit einer Signaturkarte und einem entsprechenden Lesegerät elektronische Unterschriften in der elektronischen Akte bei elektronischen Dokumenten anzubringen.
Im zweiten Bereich sind die Sitzungssäle ausgestattet und ertüchtigt worden, damit auch bei Sitzungen, bei Verhandlungen mit der elektronischen Akte gearbeitet werden kann. Hier in München sind allein in den letzten Monaten über 100 Sitzungssäle so ertüchtigt und modernisiert worden. Diese Modernisierung umfasst im Wesentlichen zwei Bereiche. Zum einen wird jeder Arbeitsplatz eines Richters, einer Richterin, des Protokollführers, der Protokollführerin mit PC-Technik ausgestattet, damit eben die elektronische Akte auch im Sitzungssaal gelesen und genutzt werden können. Darüber hinaus sind die größeren Sitzungssäle ausgestattet worden mit einer modernen Medientechnik, die es allen, die an der Verhandlung beteiligt sind und auch der Öffentlichkeit ermöglicht, an dem Verhandlungsstoff, an dem Prozessstoff teilzuhaben, der sich aus der elektronischen Akte ergibt, über den verhandelt wird. Dazu gibt es im Wesentlichen drei Elemente. Zum einen sind die Sitzungssäle mit großen Präsentationsbildschirmen ausgestattet worden, auf die alle im Sitzungssaal anwesenden Kolleginnen und Kollegen Zugriff haben und den sie entsprechend einsehen können. Darüber hinaus haben die größeren Sitzungssäle sogenannte Dokumentenkameras bekommen, mit denen auf diesen großen Bildschirmen auch Dokumente, die in der Sitzung in Papier vorgelegt werden, betrachtet und für jeden gut sichtbar angezeigt werden können. Und in einem dritten Bereich ist eine Mediensteuerung eingebaut worden, mit denen Bilder, Inhalte, Texte aus der elektronischen Akte von einem Bildschirm auf mehrere Bildschirme verteilt werden können, sodass alle im Sitzungssaal anwesenden Personen den gleichen Inhalt vor sich sehen und sich die bisher in der Papierwelt üblichen Ansammlungen von Personen um den Richtertisch, um die Papierakte herum künftig nicht mehr erforderlich sind. Das ist der zweite Bereich. Im dritten Bereich ist sozusagen das eigentliche Herzstück für die elektronische Akte geschaffen worden, nämlich eine Software, mit der die elektronische Akte bearbeitet werden kann. Dabei handelt es sich um das sogenannte elektronische Integrationsportal, kurz EIP, eine justizielle Eigenentwicklung, die von der Justiz, von der bayerischen Justiz in Federführung zusammen mit 5 weiteren Bundesländern entwickelt worden ist. Dieses elektronische Integrationsportal ermöglicht die Anlage, die Verwaltung und die Strukturierung von elektronischen Akten. Letztlich kann damit in der Software die Arbeit erledigt werden, die bislang in der Papierakte angefallen ist. Nur eben mit den Vorteilen, die heute schon angesprochen worden sind, die eine digitale Akte mit sich bringt. Genannt sei zum Beispiel die Durchsuchbarkeit der Elemente, der Texte, der Dokumente in der Akte, aber natürlich auch die ständige Verfügbarkeit und auch die gleichzeitige Verfügbarkeit der elektronischen Akte für mehrere Personen. In der Software, ich habe es schon angesprochen, können rechtssicher elektronische Dokumente erstellt, unterschrieben und signiert werden, sodass wirksame Urteile und Beschlüsse erstellt werden können. In das Integrationsportal, daher auch der Name, einbezogen sind Softwareprodukte, die bei der Justiz schon seit etlichen Jahren im Einsatz sind. Zum einen Eigenentwicklungen der Justiz, eigene sogenannte Fachverfahren, die die Kolleginnen und Kollegen schon seit etlichen Jahren kennen und mit denen sie zuverlässig und souverän arbeiten. Und darüber hinaus Standardsoftware, die an jedem PC-Arbeitsplatz zu finden ist und die auch zur Erstellung von Texten, von Berechnungen herangezogen werden kann. Und natürlich auch die heute schon angesprochenen juristischen Datenbanken, die so unmittelbar mit der elektronischen Akte verknüpft werden und dann auch für Recherchen, für auch Textbausteine, für das Auffinden von Textbausteinen genutzt werden können. Und in dieses elektronische Integrationsportal möchte ich Ihnen jetzt mit wenigen Screenshots einen kurzen Blick geben. Sie müssten jetzt zunächst sehen den sogenannten elektronischen Aktenbock oder Aktenhund, der heute schon angesprochen worden ist. Dieser elektronische Aktenbock ist sozusagen das Eingangsportal für jeden, der in der elektronischen Akte arbeitet. Hier findet der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Verfahren, in denen Aufgaben zu erledigen sind, in denen bestimmte Verfahrensschritte durch den Richter, durch den Rechtspfleger, durch die Serviceeinheit vorzunehmen sind. Und aus dem Aktenbock heraus können die Akten, die Verfahren aufgerufen und weitergearbeitet werden.
Der Name mag etwas merkwürdig erscheinen, wenn man ihn das erste Mal hört. Er stammt aus der analogen Welt und hat sich sozusagen in die digitale Welt gerettet. Früher in der Papierwelt und da, wo heute noch Papierakten zum Einsatz kommen, handelt es sich letztlich um ein Möbelstück, in dem Akten sortiert nach Eingang und Ausgang, nach unbearbeitet und bearbeitet sortiert werden können. Wenn ich nun aus diesem elektronischen Aktenblock heraus ein Verfahren öffne, wird mir die elektronische Akte angezeigt. Sie sehen hier ein Dokument in einer elektronischen Akte, links in dem Strukturbaum im weißen Bereich die einzelnen Dokumente, die in der Akte aufzufinden sind. Der Bearbeiter hat es heute viel einfacher, mit der elektronischen Akte einzelne Dokumente schnell und effizient aufzufinden, indem er in diesem Baum auf der linken Seite das entsprechende Dokument anwählt und aufruft. Bislang musste dafür lange und teilweise mühsam in diversen Aktenbänden geblättert werden. Und Sie sehen hier schon in der Klageschrift, die hier als Beispiel angeführt ist, einen weiteren Vorteil in der elektronischen Akte. Ich kann nämlich Markierungen anbringen, so wie das hier jetzt etwas größer dargestellt ist. Und jeder Bearbeiter kann die für sich relevanten Punkte der Akte hervorheben, kann diese Anmerkungen gegebenenfalls auch mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Er kann sie aber auch schnell wieder entfernen, wenn mal etwas Falsches oder etwas, was sich vielleicht im Nachhinein als nicht so wichtig herausgestellt hat, entsprechend wieder gelöscht werden muss. Ich kann in der elektronischen Akte ebenfalls den guten alten klassischen Stempel anbringen, wenn kurze Anordnungen, kurze Vermerke auf einer Seite angebracht werden. Die sind bislang handschriftlich mit einem schnellen Vermerk angebracht worden. Künftig können die hier mit einem solchen rot umrandeten Kasten und den entsprechenden Anordnungen in der Akte angebracht werden. Dieses elektronische Integrationsportal, in dem die elektronische Akte bearbeitet wird, ermöglicht es, Aktenbestandteile oder die Akte und ein Textverarbeitungsprogramm nebeneinander auf einem der Bildschirme zur Anzeige zu bringen. Sie sehen hier auf der linken Seite den Akteninhalt, auf der rechten Seite das justizielle Texterstellungssystem, mit dem Verfügungen, Beschlüsse, Urteile erstellt werden und das es ermöglicht, so wie ich bislang mit der Papierakte auf dem Schreibtisch und dem Textverarbeitungsprogramm auf dem Bildschirm beides nebeneinander sichtbar machen kann und gleichzeitig in der Akte lesen und Textprodukte erstellen kann. Durch diese Ansichtsmöglichkeit eröffnet sich mir aber auch die Chance, dass ich parallel in Gesetzen recherchieren, in Datenbanken recherchieren kann, um festzustellen, wie bestimmte Gesetzesvorschriften lauten, die vielleicht in Schriftsätzen oder anderen Dokumenten zitiert werden, so wie Sie das hier in dem Beispiel sehen. Rechts eine gesetzliche Vorschrift aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, auf der linken Seite der Auszug aus der Akte. Um jetzt noch einmal auf das Szenario im Sitzungssaal zurückzukommen, habe ich noch einen letzten Screenshot mitgebracht. Wenn Sie sich diesen Screenshot vorstellen mit einer Straßenskizze, einem Luftbild und sich vorstellen, es geht zum Beispiel um einen Verkehrsunfall oder irgendwas anderes, was im Sitzungssaal mit den Beteiligten vom tatsächlichen Hergang diskutiert wird, so wird daran aus meiner Sicht sehr deutlich, was für Vorteile die elektronische Akte im Sitzungssaal bringt. Denn dieses Bild zum Beispiel kann über den von mir schon angesprochenen Präsentationsmonitor und über die Mediensteuerung für jeden im Sitzungssaal gut sichtbar gemacht werden, auch für einen Zeugen, der daran dann entsprechend zeigen kann, was er gesehen hat, wie seine Wahrnehmung war. Und diese Anmerkungen können auch unmittelbar mit diesen Annotationen, wie Sie hier sehen, mit dem Pfeil in der Akte festgehalten werden, ohne dass sozusagen das Dokument nachhaltig und dauerhaft verfälscht wird. Ich kann nämlich diese Dokumentation oder diese Anmerkung auch schnell wieder herausnehmen. Und das ist sicherlich gerade im Sitzungssaal in der Interaktion aller Verfahrensbeteiligten ein großer Vorteil, den die elektronische Akte mitbringt. Neben vielen anderen Vorteilen, von denen ich Ihnen sicherlich einige, denke ich, gezeigt habe, von denen Sie aber auch gerade schon von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört haben. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Gibt es denn Fragen hier im Saal? Ich schaue parallel auch mal in unser Pressepostfach, ob vielleicht der eine oder andere Journalist, der über unseren Stream uns folgt, noch eine Frage hat. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Hier sehe ich auch kein Handzeichen. Dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.